rasant. Wieso stand da Gruppe? Au. Ich zeig dir euch mal, wie einfach es war. Nein! Scheiße! Alter, was bist du denn? Ach du Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße! Aua, 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 aua! Aua, aua, aua. Uah! Du kotzt mich an, Junge! Na los, na los, na los! Ich bin meine eigene Gruppe! Aua, 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 aua. So, und wieder geht's los. Diesmal prügel ich dich nieder. Du kannst kotzen, so viel du willst. Unmöglich. Ich soll ein Gott werden. Stufe 20. Protect das Enklave irgend... Hey, ich feiere gerade. Nimm mal Rücksicht. Reittiere können wir jetzt verwenden. Das machen wir aber in der nächsten Aufnahme. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Und wir kriegen noch einen Berserkergürtel. Oh, 107 maximale Trefferpunkte, 27 Kraft. Hm, nett. Nicht umwerfend, aber nett. Tja, das war der Razzat. Bei Grabdas Hammer, es wurde gerecht. Und wir reisen zurück nach Protectors Enclave und müssen bestimmt wieder, ich weiß genau, wem wir Bericht erstatten müssen, zu Nox zurückkehren, natürlich. Was denn auch sonst? Aber wir sind zum Glück gleich um die Ecke, das nehmen wir eben noch mit. Dann mache ich aber eine kleine Aufnahmepause. In der nächsten Session gucke ich mir dann an, wie man reiten kann. Da bin ich mal sehr gespannt, da freue ich mich auch schon die ganze Weile drauf. Die Protectors Enclave braucht eure... Ja. Ihr habt im Pestwurm richtig gehandelt. Ich sehe jetzt ein, dass ich zu vorsichtig war und ich bin froh, dass er Razzat davor bewahrt hat, sein volles Potenzial zu erreichen und die Stadt zu zerstören. Ah ja, darüber bist du also froh. Ja, kein Problem. Razzat ist tot, aber seine unbekannten Meister sind immer noch da draußen und planen die nächsten Schritte. Und wir haben keine Spur von Josef und Dorothea Linkletter gefunden. Der Preis für diesen Sieg ist hoch, aber Neverwinter wird überleben. Dank euch und ein wenig Gehorsamsverweigerung. Ist doch kein Problem. Schneller! Ein Held von eurem Schlag benötigt ein ebenbürtiges Reittier. Begebt euch zu den Schaunderkar-Stellen und sprecht mit dem Händler dort. Ihr macht euch sicherlich gut auf solch einem schnellen Pferd. Ich hasse Pferde. Oder entsprechend die exotischen Reittiere oder nach eurem Geschmack. Achso, entsprechend die eher eurem Geschmack. Okay, schaut euch das Angebot ruhig mal an. Das machen wir natürlich auch. Quest haben wir angenommen. Leveln können wir auch. Das mache ich jetzt sogar nochmal. Neue Kräfte. 20 haben wir verteilt. Das heißt, wir können zum Beispiel bei dem sicheren Schlag, können wir einfach auch mal Schaden plus 10%. Das machen wir natürlich mal direkt, weil wir den am meisten einsetzen. Zack. Attribut verbessern. Attributwerte erhöhen. Na, das mache ich doch gerne. Gehe ich natürlich erstmal auf Stärke.
So, annehmen. Ach, ich habe ja noch einen verfügbar. Juhu. Dann mache ich natürlich die Konsti, erhöhe ich dann auch. Das gibt wahrscheinlich maximal HP, ne? Wenn ich das richtig sehe. Intensiv, Gesundheit, Ausdauer und Lebenskraft. Genau, dann verteile ich die mal so. Zack. Fertig. So, neue Aufgabe. Neue Talente haben wir auch. Wirksamkeit der Konsti. Ach, siehst du, deswegen. Das wollte ich Wirksamkeit der Konsti machen, glaube ich. Oder? Ich weiß auch nicht mehr. Irgendwie so, weil das war schon sinnvoll. So, Reittier. Wie gesagt, machen wir in der nächsten Aufnahme. Was ich jetzt noch mache, ist natürlich unseren lieben Heinz. Schicke ich nochmal ganz kurz auf ein Fortbildungsseminar. In 15 Minuten ist er wieder da. Das heißt, in der nächsten Aufnahme wird er uns wieder zur Verfügung stehen. Und ich verabschiede mich für diese Aufnahme und wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder bei Neverwinter. Dankeschön fürs Zusehen. Bis später. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Huch, Führung, Kapitän, Titel erhalten, Hauptmann, was, wie, was ist denn hier los? Ich bin überwältigt. Überwältigt bin ich, weil ich nicht weiß, was los ist gerade. Ich glaube, es hängt mit N zusammen. Also hier mit den Berufen. Oh. Eisenerz sammeln ist abgeschlossen. Das mache ich ja die ganze Zeit übers Neverwinter Gateway. Da bin ich ja die ganze Zeit am Rumfissel nebenbei, wenn ich nicht spiele. Ich mache mal Ergebnis annehmen gerade. Herzlichen Glückwunsch. Großer Erfolg. Naja, war so eine 5-Minuten-Quest. Weil ich momentan sonst nicht weiß, was ich da machen soll. Ketten schmieden. Ich brauche eigentlich Diamanten. Ich brauche Beutel mit Diamanten, um ja schneller weiterzukommen. Einen zusätzlichen Goldsucher, pipapo, das geht ja alles. Sortieren, ich guck mal ganz kurz. Niedrigste zuerst, Filter, ich mach mal hier Aufgaben mit nicht erfüllten Anforderungen ausblenden. Und dann kann ich ja Eisenerz sammeln. Na gut, 10 Minuten, gibt immer so ein bisschen was. Jetzt kann ich auch wieder Massenerstellung machen, dauert 6 Stunden. Ist aber nicht so effektiv, als wenn man alle 10 Minuten das hier spammt. Das geht wesentlich schneller und, naja, ist auch ergiebiger, glaube ich. Aber trotzdem musst du alle 10 Minuten immer wieder das Ding hier machen. Das hier ist so ein Bequemlichkeitsding. Da machst du in 6 Stunden dann halt das Fünffache. Naja, ich sammle mal weiter Eisenerz, beziehungsweise das würde ich auch gerne noch kaufen. Achso, Ressource muss ich natürlich. Erzschürfer habe ich schon ein paar angestellt. Und dann muss ich mal schauen. Ich würde nämlich gerne beim Erzschürfen ein bisschen weiterkommen. Heinz, du altes Gebäude, bist du immer noch da? Ich freue mich. So, wie sieht's denn aus? Der Mantelturm. Müssen wir auch noch machen. Schneller Reittierhändler besuchen. Wir waren doch schon beim... Ach nee, wir sind ja Level 20 geworden. Wir wollten ja gerade den Reittierhändler besuchen. Ach, ich will nicht auf dem Pferd sitzen. So. Dann laufe ich mal hier. Alter, das sieht immer noch... Das sieht so merkwürdig aus. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz auch... Wo waren das nochmal? Bei C? Huch. Drücken Sie B, um den Modus Ansehen zu verlassen. Hui, B, 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 B. Das ist natürlich toll. Ansehen-Modus wusste ich auch gar nicht. Wo konnte ich die Klamotten nochmal wechseln? Sag mal, Inventar, Wohlstand, Berufs... Nee, das war doch bei C. Hier. Zack. So. Endlich mal wieder rumlaufen wie ein echter Zwerg und nicht wie so ein komischer... So ein halbgarer Edelmann. Hui. So, wo muss ich denn hin? La, 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 la. Hier natürlich zum Reittierhändler, war ja klar. Drücken Sie F. Reittierhändler besuchen, abgeschlossen. Kostet 5 Gold, kann ich mir eh alles überhaupt nicht leisten. Aber wir sind... Warte mal, habe ich da... Da steht doch abgeschlossen. Habe ich jetzt eine Tür abgeschlossen? Nee. Pass auf, die sind doch jetzt... Die sind doch Level 20. Da müsste ich doch theoretisch... Wo waren das nochmal? Gefährten, Schmefährten. Ach, ich drücke immer B. Jetzt aus der Gewohnheit heraus vom anderen Spielchen. Passive Gefährten, Berufsmaterial. Ich muss, glaube ich, hier hinein. Ach, und hier habe ich... Ach, guck mal, hier habe ich die ganzen Sachen, die ich gecraftet habe. Die muss ich mal verkaufen. Die sind nicht so geil, aber ich bin auch nicht so gut im Craften. Ich kann die alle eigentlich verkaufen. Plus 113 maximale Trefferpunkte, plus 42 Erholung, plus 38 Verteidigung. Ist nicht ganz so schlecht, was ich da gebastelt habe. So, wo ist denn... Hier muss doch irgendwo die Spinne sein. Was das da? Mein Graumantel-Zweihänder. Die ist in der Bank, verdammt. Pass auf, ich hole uns jetzt mal die Spinne gerade. Founders Agent, wo ist denn hier die Bank? Bank, 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 Bank. Bank. Das ist die Bank, ne?
So, wenn ich das noch richtig im Urin habe, liegt ihr da hinten ganz genau. Da folgen wir mal natürlich der gestrichelten Linie wieder. Hui! Und wenn wir schon mal dabei sind... Gabe der Vitalität, kleines Zielgenauigkeitselixier, pipapo. Das können wir gerade nochmal mitnehmen und jetzt... Huch, die Bank ist doch da vorne. Wo laufe ich denn hin? Und dann kann ich gleich nochmal vielleicht im Auktionshaus gucken. Ich müsste noch Diamanten kaufen. Alles Vorbereitungskram gerade. Nee, Gildenbankier will ich nicht. Ich will hier zu meinem... Der Mann meines Vertrauens. Hier mal die schwere Riesenspinne. Die tue ich mir mal gerade ins Inventar. Hallo? So. So, jetzt bin ich mal gespannt. Schwere Riesenspinne. So, die habe ich jetzt benutzt. Ich weiß allerdings nicht, noch nicht genau, wo man die... Ach, Vermögen ausgeben. Astraldiamanten veredeln. Rohastraldiamanten kann man natürlich alle mal veredeln. Ausgeben feurige Münze, ausgeben celestische Münze, aha. Ach, da komme ich von überall in den Astraldiamantenladen rein. Da schaue ich mal ganz kurz. Aha, aha, oh, eieiei, ei, uhuhu. Spezialgegenstände. Da gibt's doch noch, diese anderen, Drachentöterhelme. Das ist natürlich alles noch nicht für uns. Großaxt des Zorns plus 327 Kraft plus 39 Lebensentzug ist natürlich eine Ansage und kostet, naja, 14.400 können wir uns easy leisten. Eine Katze ist nicht für uns. Das lohnt sich für uns nicht, habe ich inzwischen schon gelesen, ist eher was für Kleriker. Was ist denn Reittiertraining 2? Erhöht die Stufe eines Reittiers auf 2, aha. Aber so eine Großaxt kann ich mir doch mal holen, oder? Die macht auch mehr Schaden und gibt auch mehr Kraft. Und hat auch einen Angriffsplatz. Komm, die kaufen wir uns mal. Haben wir wenigstens mal ein paar Diamanten ausgegeben, weißt du? So, Drachentöterhelm. Stufe 60. Nein! Hab gerade die Werte gelesen, dachte, uhuhuhui. Aber leider ist da, hat sich's ausgehuit. Tanzende Klinge. Ziel wird Schaden zugefügt, Ziel wird Schaden zugefügt. Eine magische Klinge, die durch Luft leitet, den Gegner attackiert. Dreimal Porte-P ist aber nichts für uns, glaube ich. Gefährtenangriffsplatz empty. Das sind dann einfach Gefährten, aber ich glaube, die sind nichts für uns. Verstärker, Verteidiger, Stürmer. Ich glaube, wir brauchen einen Verstärker, aber einen, der auf uns zugeschnitten ist. Naja. So, huch, das wollte ich gar nicht. Hilfe! Ich will da raus. So. Jetzt haben wir ein neues Schwertchen. Und die Spinne muss ich mal gleich gucken, wo die ist. Das Schwertchen lege ich gleich mal an. So, und dann müssen wir da eigentlich noch das Dingens rausholen, ne? Ach, da war gar kein Dingens drin. Das war hier drin. Angriffe plus 10, plus 10, plus 10. Das lohnt sich eigentlich gar nicht, das da rauszukratzen. Wie konnte ich denn hier noch gucken, was ich da... Ach, so war das. Neuen Gegenstand, Gegenstand verzaubern. Und da haben wir, was haben wir denn da? Das hier ist ein Angriffsplatz, okay. Plus 20 Erholung ist auch schön. Plus 20 Kraft Lichtverzauberung. Plus 20 Rüstungsdurchdringung. Plus 20 kritischer Treffer, Treffer. Mache ich da jetzt plus 20 Kraft oder lieber plus 20 Rüstungsdurchdringung? Ich weiß es dann immer nicht. Wir haben eh schon so viel Kraft da drauf. Da können wir ruhig noch ein bisschen mehr machen, oder? So, zack. Ja, 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 das kriegen wir hin. Und schon haben wir damit plus 20 Kraft nochmal drauf, also 347 Kraft. Das geht natürlich sehr. Jetzt ist natürlich die Frage, ich bin ja schon wieder fast bei 15 Minuten und habe nichts gemacht, außer hier alles auszurüsten. Aber das ist ja bei MMOs ist das ja ganz normal. Hier wollte ich gar nicht rein. Wo finde ich denn jetzt die Spinne, sag mal? Wo sind denn hier die Mounts? Passive Gefährten.